Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Kommandokopf 3, Alarmstufe 3. Ich hab Schluckkraft, tut mir leid. Und hier sind wir noch diese Mission hier. Im Schloss wimmelt es von Wachen. Schleichen Sie sich in den Garten und suchen Sie den Kaiser. Das ist unsere Armee für den Kampf gegen den Kaiser? Das? Wie soll ich alleine gehen? Rücke vor! Aber ich weiß, wie es geht. Also... ich denke es mir halt, ich weiß, wie es geht, und zwar... natürlich! Muss ich hier hingehen? Auf diese Treppe hier? Da müsste die Wache hier unten weglaufen, normalerweise. Sind nur noch wir übrig? Da muss ich hier runtergehen, an der Mauer entlang, hier an der Mauer entlang, bis hier hin, dann hier runter, das Haus in die Luft sprengen, dann laufen die hier alle weg. Und dann kann ich hinein. Bär, Beeilung! Was soll ich tun? Ich gehe. Vielleicht sehen wir, was ich meine. Bär, was machst du? Geh da weg. Rücke vor! So habe ich es. Es war kein Let's Play, was ich gesehen habe. Es war nur so eine Komplettlösung aus... aus der Bildseite, was das war. Hier ist eine Menge Bohrtürme. Jawohl! Warum rennen da die sind da lieber nicht rumgelaufen? Ich muss hier kurz verharren, stand da, bis die Wache unten wegrennt. Ich warte auf den richtigen Moment. Genau, die rennen jetzt weg. Zu warten. Und der muss jetzt vorbeischleichen, die da. Schon gewonnen? Wenn ich hier ganz am Rand gehe, müsste das gehen. Jawohl! Dann dürfte mich die eigentlich nicht sehen. So schnell ich kann. Der braucht keinen mehr angreifen, sonst habe ich verloren. Ich kann euch kurz mal zeigen, was die können. Die Kinetikkarabiner der kaiserlichen Krieger wurden für die Neutralisierung anderer Infanterieeinheiten konzipiert. Aktivieren Sie Ihre Spezialfähigkeit, stürzen Sie sich mit Strahlenkatanas auf Ihre Gegner. Ein einziger Treffer dieser Klingen ist tödlich. Oh, hast du das auch gesehen? So. Rekrut hier! Das sind Gebäude von denen. Hier komme ich durch. Rücke vor. Sie können ihre Gebäude so schnell ich kann überall hin transportieren. Ja, die können überall ihre Gebäude aufstellen. Egal wo. Jawohl. Wenn diese Dinge aber einmal auseinandergebaut sind, können sie... Mann, ist das langweilig. Ich wünschte, ich wäre auf einer schwimmenden Festung. Können sie natürlich sie nicht wieder zusammenbauen, wie ein Bauhof oder so. Da. Schon gewonnen? Damit habe ich dann irgendwie anders gemacht. Lenken Sie die Truppen ab, um sie vom Garten wegzulocken. Neues Einsatzziel erhalten. Ja, ja. So schnell ich kann. Ich stand irgendwie hier oben. Und damit wollte ich alles das hier kaputt gemacht. Diese quasi, ich habe die irgendwie alle getötet mit World of Cocktails, aber... jetzt? Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat, oder... ich habe gehört, die Geisha des Tenors will eine Runde schwimmen. Einsatzziel erreicht. Das kann ich. So, die hauen jetzt ab hier? Genau. Rücke vor! Jetzt können wir da rauf. Neues Einsatzziel erhalten. Ja, ich bin dabei. Da! So schnell ich kann! Bei aller Macht der Sowjetarmee! Warum kämpfen nur wir?
Das kann ich. Jawohl. So, dann werden wir jetzt den Kaiser annehmen. So schnell ich kann. Für einen Bären bist du ziemlich schlecht gelaunt. Was du mir sagst, ist so geil. Jawohl. Diese Sprüche. Beförderung, ich komme. Einsatzziel erreicht. Dachten Sie wirklich, es wäre so einfach, einen Gott zu töten? Sie werden mich um Verzeihung bitten, bevor das hier vorbei ist. Feindliche Einheiten entdeckt. Dank der Ablenkung durch unsere Vorauskommandos konnten unsere MBFs in der Nähe landen. Setzen Sie unsere Apokalypse-Panzer ein und errichten Sie eine Basis, um zurückzuschlagen. Okay. Das kann ich Ihnen auch befehligen, den Muskeln. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Neues Einsatzziel erhalten. Sie haben jetzt Zugriff auf den robustesten Panzer der Welt, den Apokalypse-Panzer. Orbitalschauer bereit. Kann der? Ich habe das letzte Wort. Apokalypse-Panzer neutralisieren feindliche Fahrzeuge mit ihren mächtigen Hauptgeschützen und zermalmen unter ihren schweren Ketten nahezu alles. Ihre Spezialfähigkeit ist eine Magnetharpune, mit der sie feindliche Fahrzeuge anziehen, um sie dann zu zerstören. Okay. Wird gebaut. Okay, die Dinge werden von alle gebaut, damit ich Kohle bekomme. Ja, diese Boote werde ich gleich mal einnehmen. Ja. Unser Bauhof wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wir werden sie betrachten. Lasse mich nicht aufhalten. Auf sie. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Repariert. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das ist endlich mal eine Schlacht nach meinem Geschmack. Weil ich wichtige Personen vernichten kann. Ich nehme die Feinde am Boden in Angriff. Okay. Wenn er Boden, dann werde ich wahrscheinlich. Sie kämpfen völlig unbeherrscht. Sehen Sie mir zu. Dann verstehen Sie vielleicht, was es heißt, ein Commander zu sein. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ich brauche Ingenieur. Ja. Ausbildung. Der Kran wäre interessant. Ist die Map zu Ende? Das sieht schön aus. Bau abgeschlossen. Brauchen Sie einen Ingenieur? Das könnte nützlich sein. Die Rache naht. Ziel wählen. Bohrturm erobert. Feindliches Gebäude erobert. Da kann das irgendwie
Bau abgeschlossen. Das hat schon mal gereicht, wunderbar. Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. So, und hier bauen wir. Das können wir nicht bauen. Wird gebaut. Ausbildung. Wird gebaut. Flaggtrupper meldet sich zum Dienst. Flaggtrupper meldet sich zum Dienst. So. Und zwar 6. Selbst vorhin kenne ich schon. Die kommen. Also. Brauchen wir zu kümmern. Oder war schon also vorhin schon? Okay. Nein, der Felix hat auch wieder genug Energie. Bau abgeschlossen. Irgendwo hinquetschen, wo sie... Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Wunderbar. So. Oh. Heute wird abgerechnet. Lang lebe Russland. Eine Einheit wird angegriffen. So beginnt, das Ende ist nah. Wunderbar, Leute, wunderbar. Auf jeden Fall Flugzeugdinge. Wow. Flugzeugdinge brauche ich auf jeden Fall. Wird gebaut. Und hier noch eine Tesla-Spule. Muss diese Basis hier zerstören. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Hier auflegen, das hier einnehmen. Und ich weiß noch, was passiert, und zwar... Am Ende muss ich gegen 3 Basen kämpfen. Ende. Ja. Muss ich drei besiegen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Repariert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Achtung! Ich muss zugeben, Leute, das habe ich gewusst. Und zwar stand drin, dass ich Flak-Trooper, Flugabwehrgeschütze oder Bullfrogs bauen soll. Ja, das habe ich gewusst, Leute. Das muss ich leider zugeben. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Ah, ja. Ich bin hier. Wenn Sie meinen... Und den tun wir dann hier rauf.
Hier rein. Oh, Zeit ist vorbei, aber das machen wir noch schnell. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Dann los. Turmbläser-Dispension abgeschlossen. Was machst du denn? Oh shit. Eine Einheit wird angegriffen. Landen! Die wollen uns abschießen. Twinblade-Inspektion erobert. Feindliches Gebäude erobert. Einheit verloren. Die Dinge können sich umbauen. Das sind entweder Flugabwehrgeschütze oder wieder normale Geschütze. Ja, das können sich immer umbauen. Und so wird es auch sein. Die werden jetzt sich dann heftig ficken. Inspektion abgeschlossen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mechatengus sind vielseitige Offensiveinheiten, deren automatische Zwillingskanonen vor allem bei Infanterie gefürchtet sind. Es gibt kein Gelände, das sie nicht überwinden können. Ihre Spezialität ist die Transformation in den Jettengu, der vor allem gegen Flugeinheiten effektiv ist. Okay. Tsunami-Panzer ist eine Amphibieneinheit, die feindliche Stützpunkte und Fahrzeuge mit ihren Schnellfeuergeschützen blitzschnell zerstört. Seine Spezialfähigkeit verbessert vorübergehend seine Defensivkraft. In dieser Zeit kann der Tsunami zwar nicht feuern, Infanterie aber weiterhin überrollen. Okay, ist das unbesiegbar oder was? Dieses Gebiet gehört uns. Da! Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Orbitalschauer bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sowjetische Luftkrieg für Erkundung. Minimalflug. Leute, wir machen das jetzt kurz hier und dann beenden wir. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Was darf es sein? Wir sind der Wille der Sowjetunion. So, Leute, wir kurz. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Müssen Sie wie immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.